Ja, hallo, mein Name ist Christian Walter von TradeRoller und heute würden wir Ihnen gerne einmal ein paar Dinge näher bringen zum Thema Penny Stocks, das, denke ich mal, gerade für kleinere Konten immer interessanter wird, auch eine dementsprechende Performance zu generieren. Sind natürlich Penny Stocks, ja, Chance und Risiko gleichermaßen, aber wenn man die Auswahl richtig trifft und vielleicht auch hier ein paar Regeln befolgt, ein paar simple Regeln, kann man auch mit Penny Stocks, ob es jetzt als Beimischung zum bestehenden Depot ist oder auch als Hauptinvestment, sich in der jetzigen Phase sehr gut Performance generieren. Was ist generell bei Penny Stocks wichtig, wenn man jetzt solche Werte rausfiltern kann? Wir haben jetzt hier mal die TradeStation Securities Plattform, aber Sie können das natürlich genauso mit der TradeLockStation in ähnlicher Weise hier auf die Beine stellen. Für uns ist es immer interessant, natürlich sollte der Wert irgendwo eine Grenze haben. Der sollte jetzt nicht über 2 Dollar liegen, man kann auch 1 Dollar nehmen, wie es der Name sagt. Soll ja ein Wert sein, der nur aus ein paar Pennies besteht. Also ich glaube, die eigentliche Definition ist immer unter einem Dollar. Und dann sind für uns zwei Kriterien relevant. Das heißt, wir wollen zum einen sehen, dass das Volumen ansteigt. Und das ist genau das, was wir hier bei dem Symbol GSAT, jetzt aus ganz aktuellem Anlass, gesehen haben. Hier gab es massive Optionskäufe, die wir letzte Woche schon gesehen haben, aber auch in der Aktie selbst, können wir hier ganz gut nachvollziehen, war das Volumen teilweise 100 Millionen Stück, die gehandelt wurden. Vorher, wo hier nichts passiert ist, da hat man natürlich auch kein Volumen. Das heißt, es müssen zwei Dinge passieren. Wir haben einen Anstieg, einen massiven Anstieg im Volumen der Aktie. Die meisten der Penny Stocks haben jetzt kein Optionsvolumen, da müssen Sie in der Form auch nicht drauf achten. Und es sollte natürlich eigentlich auch hier dann ein beginnender Ausbruch zu sehen sein. Also wirklich zum einen Anstieg im Volumen, zusammen natürlich mit einer dementsprechenden Bewegung auch im Chart. Und dann ist es, glaube ich, hier ganz interessant, der Beginn dieses Ausbruchs, da war der Wert noch bei 40 Cent. Jetzt sind wir an der Spitze bei über einem Dollar gewesen. Das heißt, Sie sehen natürlich hier schon vom Chance-Risiko-Verhältnis sind die besonders interessant, weil das Worst-Case-Szenario, Sie können hier Ihre 40 Cent verlieren, in dem Fall das Beste, was hier uns passiert ist oder was hier passieren kann, dass wir natürlich sogar eine Verdopplung hier erreichen. Und das macht es natürlich gerade so attraktiv, weil bei einer Apple-Aktie oder einer Intel-Aktie haben Sie natürlich nicht das Risiko, dass der Wert hier auf Null fällt. Das kann bei den Penny Stocks schnell mal passieren. Aber auf der anderen Seite natürlich auch nicht diese Chance, dass das Ganze so stark ausbricht. Und interessant bei solchen Bewegungen sind natürlich genau dann diese nächsten Folgetage. Es ist dann oftmals so, dass das keine Langfristinvestments sind. Bei Penny Stocks würde ich schon von einer sehr kurzen Haltedauer ausgehen. Und um Ihnen einfach mal so ein paar Beispiele zu geben, wir haben es jetzt hier beim Idealfall GSAT gesehen, können wir mal so zwei, drei Werte aus dem Scan hier durchgehen. Das wäre jetzt der erste Titel, den ich Ihnen hier mal mit zeigen will. Hier haben wir natürlich jetzt das Problem, gerade wenn wir auf den Daily-Chart gehen, der Wert ist sehr, sehr neu. Also der ist jetzt erst ein paar Tage an der Börse handelbar. Aber beginnt jetzt, wir hatten hier zu Beginn, nach Emission kann man sagen, hohes Volumen, gab es auch kurz mal gleich am ersten Tag den Ausbruch zu 80 Cent. Jetzt beginnt das Volumen langsam wieder anzusteigen. Wir sehen aber auch hier bei den Kerzen so einen beginnenden Trend. Ich sage mal, wenn da in den nächsten Tagen noch etwas folgt, natürlich können Sie dann nicht nur auf den Chart gehen. Wir wollen das mal jetzt wirklich explizit nur auf diese zwei Faktoren festlegen. Und hier kann man natürlich auch nochmal tiefer reingehen, was die News anbelangt. Warum ist dieser Wert gerade so gefragt? Das wird bei Penny Stocks schwieriger sein als bei, sage ich mal, bei Apple oder Tesla, wie so jetzt gerade in Bewegung stattfindet, weil die News natürlich hier nicht so groß oder nicht so viel vorhanden sind, wie wir es bei anderen Werten haben. Aber wir haben es ja, oder Sie können es auch hier im Video sehen, zur Seite Finvest, dort finden Sie in der Regel alles. Ansonsten kann ich hier auch jedem nur empfehlen, auf Twitter zu schauen, da kriegen Sie eigentlich auch in der Regel ganz gute Meldungen zu solchen Titeln. Hier muss man natürlich sagen, das kann alles noch in die gewünschte oder weiter in die gewünschte Richtung gehen. Zum jetzigen Zeitpunkt wäre es mir vielleicht noch etwas zu früh, gerade wenn wir uns gerade den vorhergehenden Wert anschauen. GSAT ist dieses Symbol BR, EZR noch nicht.
so gut von der Bewegung, wie wir es gerade eben bei dem vorangegangenen Wert gesehen haben. Auf dem aktuellen Handelstag haben wir auch noch drei weitere Titel, die wir hier ganz gern Ihnen mal zeigen möchten. Und da sieht es schon etwas interessanter aus. Hier haben wir den Wert mit dem Symbol CFMS. Das ist jetzt wirklich alles einfach nur auf den Chart bezogen. Ich weiß auch jetzt nicht ganz genau oder habe es in der Form nicht geprüft, was die Werte im Einzelnen machen. Wir haben diesen Scan einfach mal durchlaufen lassen. Und hier sehen wir das, was wir vorhin meinten, einen extremen Anstieg im Volumen. Hier sprechen wir von 24 Millionen Stück, die gehandelt wurden. Und da sehen Sie natürlich, der Wert ist von 70 Cent bis auf 90 Cent hier vor, das war im Dezember, gesprungen. Und das Volumen ist hoch geblieben, er hat das korrigiert, aber der Trend setzt sich jetzt weiter fort. Und sagen wir mal, so einen großen Volumenausbruch mit so einer Kerze wünsche ich mir eigentlich als erstes Signal. Und da kann es durchaus sein, dass man auch schon hier in dieser Form mit einsteigt. Und ja, ich meine, es gibt natürlich auch Gaps, aber sonst Chance-Risiko-Verhältnis kann man natürlich hier auch sehr, sehr gut abwägen. Stellen Sie sich vor, ich mache es vielleicht mal mit einer anderen Farbe. Wir werden jetzt hier zu 80 Cent eingestiegen. Nämlich an diesem Tag, wo wir in der Form das hohe Volumen haben. Da kann man natürlich hier sehr schön sagen, okay, wir setzen hier einen Stop unter die letzten Tiefkurse, das wird so um die 60 Cent sein. Das bedeutet natürlich, wir haben ein Risiko von 20 Cent. Und jetzt sind wir schon in der Phase, wo es dann interessant wird. Die 1-Dollar-Marke ist natürlich auch psychologisch ganz, ganz interessant. Aber man kann jetzt durchaus hier sich auch in den letzten Hochkursen ein Stück weit orientieren. Die 1-Dollar-10 wäre für mich auf jeden Fall schon ein mögliches Target. Dann habe ich nämlich genau das, was für mich wichtig ist. Chance-Risiko-Verhältnis von 2 zu 3 oder von 3 zu 2. Wir haben 3 Dollar Chance zu 2 Dollar Risiko, wenn man es jetzt hier ja, mal dementsprechend runterbricht. Also das auf jeden Fall ein interessanter Wert. Vielleicht jetzt ein bisschen spät, weil die Bewegung natürlich schon sehr weit fortgeschritten ist. Das sind auch sicherlich Erfahrungswerte und das kann man natürlich hier, glaube ich, auch ganz gut lernen. Wenn man hier mal sich überlegt, Sie kaufen jetzt 100 Stück, das kostet Sie 100 Dollar, dann haben Sie in der Form natürlich 1 Cent Gebühr oder weniger als 1 Cent Gebühr. Das heißt, man kann hier auch wirklich mit kleinen Bewegungen innerhalb von 2-3 Tagen mit einer gewissen Stückzahl natürlich auch dementsprechend nicht nur Volumen, sondern auch Performance generieren. Also es sind schon interessante Titel für kleine und große Konten. Aber gehen wir noch die zwei verbleibenden Werte durch, dann können wir auch nochmal auf das Chance-Risiko-Verhältnis schauen oder vielleicht so ein Chance-Risiko-Verhältnis, wie es im Idealfall aussehen sollte. Hier sehen wir natürlich schon vom Volumen, das ist eigentlich jetzt zu klein, da haben wir kaum, das sind 100.000 Stück, das ist für einen Penny-Stock wirklich zu wenig. Das ist natürlich dann auch eine Liquiditätssache, die schlecht für Sie ist. Wenn Sie jetzt hier, ja, ich würde mal sagen, mit 100.000 einsteigen, dann wird es für Sie natürlich schwierig, da einen Gegenpart zu finden. Also da muss man ganz klar darauf achten, dass man das Volumen immer im Blick hat. Wenn es zu niedrig ist, wird es schwierig. Mit 100 Stück kriegen Sie wahrscheinlich immer eine Ausführung oder eine gute Ausführung, aber mit größeren Stückzahlen würde ich bei dem Wert ganz klar die Finger davon lassen. Also den können wir gleich außen vor lassen. Das sieht man auch so vom Chart, dass das nicht wirklich als interessanter Wert hier zu verstehen ist. Und so ja, kann man sagen, vielleicht auch beim letzten Wert, wobei der auch charttechnisch jetzt ganz interessant ist. Wir hatten hier den ersten Anstieg des Volumens, das waren 500.000. Das ist jetzt nicht, ja, ist immer noch relativ kleiner Wert vom absoluten Volumen, auch für den Penny Stock, weil Sie sehen hier, der bewegt sich zwischen 2 Cent und 18 Cent. Da sind die größten Kosten, die Sie haben, am Ende die Gebühren. Aber genau das sind halt die interessanten Werte, wenn man mal darauf achtet. Der Anstieg hier im Volumen, das war so um die 8 oder 10 Cent, so können wir mal sagen, hier im Worst-Case-Szenario steigen Sie zu 10 Cent ein. Dann haben Sie 10 Cent Risiko, das heißt, wir brauchen hier auch wieder ein Stück weit eine höhere Bewegung auf über 20 Cent, um da chance-risikotechnisch auch gut aufgestellt zu werden. Aber auch hier momentan Volumen mit 95.000 ist etwas niedrig,
Also wenn ich mich für einen dieser fünf Werte jetzt hier entscheiden müsste, vier Werte, GSAT war jetzt im Scan nicht drin, ist selbst zur jetzigen Phase, wo der Wert schon gut gelaufen ist, glaube ich, CFMS, interessanter Titel. Und vielleicht noch abschließend ein, zwei Worte zum Scannen. Was haben wir uns angeschaut? Wir wollen Werte, die ein gewisses Volumen haben. Hier sehen wir auch mit 4 Millionen sind wir da schon in einer anderen Rubrik. Das kann man vordefinieren. Da wird natürlich noch mehr oder noch mehr, weniger Titel rausbekommen, wenn wir das nach oben schrauben. Und wir wollen natürlich schon einen beginnenden Anstieg sehen. Das heißt, ich will jetzt auch mit dem Trend natürlich mich bewegen und jetzt nicht hier in der Phase einsteigen, wo nichts passiert. Das ist auch sicher eine Strategie, wenn man sich damit beschäftigt und da viele Werte irgendwo mit dem Depot hat, gibt es immer einige, die natürlich dann genau diese Bewegungen vollziehen. Aber das sind die Grundkriterien, einfach Volumen und die prozentuale Veränderung. Und da haben sie schon eine sehr, sehr gute Selektion für interessante Penny-Stocks, wenn die Zeit vorhanden ist und man vielleicht auch länger drin bleiben will. Natürlich klar, auch die News und alles am Background noch mit zu prüfen, um da eine dementsprechende Position mit einzugehen. Und das Schöne ist auch, dass es natürlich eine Vielzahl von Werten gibt und diesen Scan, den wir jetzt für den aktuellen Tag durchgeführt haben, hat uns jetzt 4, 5 interessante Werte gebracht. Wir können aber in der Form auch den jeden Tag, sage ich mal, durchführen, werden immer wieder sehen, dass da noch neue Werte hinzukommen. Und vielleicht setze ich mal ganz kurz abschließend noch ein, zwei Kriterien etwas um. Wir sagen jetzt mal, wir wollen auch Werte sehen, die schon 5% plus im Plus sind. Das ist jetzt bei Penny Stocks nicht allzu viel, aber nur mal zu schauen, wie sich dann diese Selektion verändert. Da sehen wir, sind wir schon bei 15 Werten und haben natürlich hier auch den Riesenvorteil. Wir sehen genau das, was für uns jetzt wichtig ist, das Volumen und die prozentuale Veränderung. Also genau das, nachdem wir selektiert haben. Und da werden Sie sehen, das ist natürlich hier auch ein ganz, ganz interessanter Titel, ADMP. Muss ich jetzt immer vorstellen, wenn Sie das täglich durchführen, werden Sie natürlich hier schon am ersten Handelstag dieses Jahres auf den Wert aufmerksam. Da war er noch bei 55 Cent, also hat bei 50 Cent begonnen. Und jetzt nach der Gap-Schließung, glaube ich mal, nächste Hürde könnten hier ein Dollar sein. Das ist ein kleiner Pharma-Titel, aber auch solche Werte natürlich in der jetzigen Phase besonders interessant. Und noch einen zweiten, weil da auch richtig Volumen momentan im Markt ist, ist hier, ach den hatten wir noch nicht, doch das war der, den wir gleich zu Beginn schon in unserem Scan mit drin hatten. Ich wollte ihn aber eigentlich diesen Wert genau, STAF zeigen, aber wie ich es gerade erkenne, das Volumen ist zwar ganz gut, aber dadurch, dass hier so große Sprünge waren, verzieht oder verzerrt das immer etwas die Ansicht. Hier sieht es schon mal ganz anders aus. Also es ist keine überdimensionale Bewegung, hat aber auch Riesenschwankungen mit drin. Volumen war hier an diesem Tag am höchsten, aber die Bewegung setzt sich weiter fort. Und es ist auch ganz interessant, dass er trotzdem dieses Niveau noch einmal erreicht hat. Da muss man natürlich dann auch mal ein Stück weit abwägen, wenn man hier an dem Tag irgendwo einsteigt, was ist man bereit zu riskieren. Aber ich habe ja gerade ein Beispiel gemacht. Es ist am Ende für Sie immer wichtig, Sie werden den Hochpunkt sowieso nicht exakt treffen können, dass man vorab definiert, Stop-Risiko, wo setzt man das. Und dann kann man diese eigentlich ganz, ganz entspannt laufen lassen. Man kann natürlich auch da mal Anpassungen durchführen, aber sonst bin ich eigentlich ein Freund, das Vorfeld zu definieren und dann dementsprechend so laufen zu lassen. Und wir werden natürlich auch hier in den nächsten Wochen noch einmal auf diese Werte zu sprechen kommen, vielleicht auch noch eine etwas größere Selektion Ihnen mit an die Hand zu geben und vielleicht auch hier das Ganze mal über die Trader Workstation laufen lassen. Also verpassen Sie nicht die nächsten Videos, subscriben Sie hier bitte zu unserem Kanal und ich würde mich freuen, wenn ich Sie auch beim nächsten Mal hier wieder begrüßen darf. Vielen Dank.